Da habe ich doch versucht, den GoPros noch mal ein bisschen was Gutes zu tun und wenigstens ein schönes Produkt zu finden und das noch toll als bestes GoPro-Produkt seit Jahren angepriesen. Und dann fällt mir das Teil doch komplett in den Rücken. Ja, und da muss ich jetzt noch was klarstellen diese Woche. Und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu eigentlich keiner neuen Folge, sondern einer Ergänzung von der Folge von letzter Woche. Da habe ich ja noch so großmundig gesagt. Hier, wenn ich jetzt meinen Mikrofonadapter entsprechend anschließe und laufen lasse, das funktioniert. Und Pustekuchen, also von wegen bestes GoPro-Produkt seit Jahren. Wollten sie dann doch nicht sein, irgendwie. Ich habe die Woche mehr oder minder durch Zufall noch so ein Zusammenfassung GoPro-Forum gekriegt, wo halt so ein paar Artikel drin standen und da hat einer gesagt, ja, es geht ja nur laden, aber es geht kein Mikrofon drüber. Und ich dachte mir noch so, hä, wieso? Hab ich doch durchprobiert. Muss allerdings gestehen, ich habe es nur faul durchprobiert. Ihr habt ja gesehen, im letzten Video habe ich es ja eingeblendet. Wenn ich hier mein Mikrofonadapter, ne, so schön nehme und hier anstöpsel, habe ich euch meine App gezeigt, dass dann in der Kamera angezeigt wurde oder in meiner App angezeigt wurde, Mikrofon ist erkannt. Und meine App macht das ja nicht irgendwie, sondern das kriegt einfach oder die kriegt einfach die Information von der Kamera ab, die halt sagt, Mikrofonadapter ist verbunden und dann auch, wenn man dann im zweiten Schritt noch das Mikrofon einsteckt, sagt er dann halt auch, Mikrofon ist eingesteckt. Das Einzige, was da letzte Woche nicht funktioniert hat, war halt, wenn ich es wieder abgezogen hat, hat es mit dem Adapter dran, also mit dem Kontakto dran, nicht erkannt, dass das Mikrofon wieder abgezogen worden ist. Habe ich jetzt erstmal nicht so für problematisch gehalten, weil auch, also ich habe mich nicht nur auf meine eigene App verlassen, sondern auch in den Settings drin von der GoPro, wenn man da auf Mods heißt jetzt hier geht, dann wird ja auch angezeigt, entweder nicht verfügbar beim Mikrofonadapter oder Media Mod, je nachdem. Und auch da, wenn ich das Teil hier an den Kontakto angeschlossen habe, hat dann die Kamera erkannt, dass das Mikrofonadapter da ist, ja. Und deswegen hatte ich mir dann den Test geschenkt, um meine Aufnahme zu machen und nachzugucken. Und was soll ich sagen? Die habe ich jetzt nachgeholt und es kommt tatsächlich kein Ton an. Obwohl die Kamera sagt, Mikrofon erkannt oder Mikrofonadapter erkannt und Mikrofon erkannt. Meine App sagt das entsprechend, aber es kommt kein Ton. Ja. Totenstille, wenn es angeschlossen ist über den Kontakto. In dem Forenbeitrag unten drunter hat dann einer kommentiert, ja, das ist ja nur zum Aufladen des Magneto gedacht. Kontakto, jetzt bin ich schon selber drauf reingefallen. Und nicht für Datenübertragung. Aber das ist lustigerweise eben auch nicht der Fall. Weil das habe ich jetzt auch nochmal getestet. Weil genauso, wenn ich jetzt da ein Datenkabel anschließt sozusagen an den Rechner, dann wird hier in der Kamera auch angezeigt, der Rechner wird erkannt und ich krieg dann im Rechner kann ich entsprechend auch eine Datei abrufen. Das habe ich dann extra nochmal durchprobiert, sowohl mit dem Kontakto dran als auch ohne und konnten in beiden Fällen eine Datei übertragen. Also auch über den Kontakto konnte ich hier drüber eine Datei von der Kamera runterziehen. Also es ist nicht nur laden. Was da jetzt wieder schief gegangen ist bei GoPro, keine Ahnung, dass das nicht unterstützt wird. Don't know. Aber damit ist zumindest meine Wertung mit bestes GoPro-Produkt seit Jahren dahin. Das können wir uns jetzt schenken, weil nur zum Laden 95 Euro ausgeben. Ja, ich weiß, man kriegt das Ding mittlerweile auch schon günstiger und auch als GoPro-Subscriber kriegt er das Teil günstiger, aber nichtsdestotrotz, nur wegen Laden. Magnetischer Anschluss ist zwar schick und schön, aber es ist dann definitiv nicht wert.
Das Originalvideo habe ich noch online gelassen. Ich habe da jetzt versucht, so gut wie geht, wie es geht, Hinweise reinzupacken, noch drüber zu packen auf das Video, auf die Klarstellung. Aber die Sachen, die ich dort erzählt habe, wollte ich auf jeden Fall auch oben lassen, dass man das auch noch hat. Ja, schade war's. Sie bleiben ihrem derzeitigen Trend irgendwie treu, leider Gottes. Naja, ich hoffe, damit konnte ich das jetzt so ein bisschen klarstellen. Und mir bleibt damit für, nicht für diese Woche, weil das eigentliche Video von dieser Woche kommt noch, bleibt mir auf jeden Fall wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.